Videomitschnitt. Hat aber schön Krach gemacht noch am Anfang der Sendung. Ich habe gerade in der Sekunde auf den Aufnahmeknopf gedrückt. Ich hab's gesehen, es tut mir leid. Vielleicht hört man es doch. Lass es doch einfach drin. Es ist okay. Es passt zum Film. Hallo und herzlich willkommen bei Videomitschnitt und der Emanzipation vom Nerd. Du emanzipierst dich? Ich emanzipiere mich. Krass. Aber noch nicht vom Filme gucken. Nee, aber vielleicht von meiner Superheldenmüdigkeit. Ich weiß es ja nicht. Das war hier ja mal ein großes Thema. Das war hier mal ein großes Thema. Da war ich aber nicht dabei. Das ist wahr. Also du warst bei der Müdigkeit dabei, aber nicht bei der Aufnahme. Das stimmt, das stimmt. Hallo Kathi. Hallo Steffen. Das ist mir heute aufgefallen, dass ich also jahrelang ja schon vor mich hinblättere, wie unnötig Superheldenfilme sind. Und vielleicht geht mir auch einfach nur dieses Marvel-Gedöns auf die Nerven. Das merke ich ja nachhaltig. Und die DC-Filme befinden sich ja auch gerade in einer Emanzipationsphase. Ja. Na, was man heute, glaube ich, ganz gut gesehen hat. Wir haben Harley Quinn gesehen. Harley Quinn, Doppelpunkt, Birds of Prey. Anders ist es nicht zu erklären. Nee. Der wird auch in einigen Kinos tatsächlich so auch gezeigt, weil es ist kein Birds of Prey-Film. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, ich hatte auch irgendwie erwartet, dass das anders abläuft. So mit der Gruppe der Birds of Prey und so. Das war dann doch eher ein Harley Quinn-Film. Deutet der Trailer ja auch schon so ein bisschen an. Will ich ihm auch nicht ankreiden. Man hat also bekommen, was man gezeigt gekriegt hat. Und dementsprechend war es keine Mogelpackung. Ich hätte es aber vielleicht doch besser gefunden, wenn sie das alles ein bisschen mehr zusammengeführt hätten. Weil es war halt jahrelang so angekündigt. Also erst wollten sie Gotham Sirens machen, was ich eigentlich für den Titel vielleicht eher nochmal, für den Film nochmal einen besseren Titel gefunden hätte, Gotham Sirens. Ist aber auch nochmal wieder was anderes. Also das sind dann Batgirl, Catwoman und Poison Ivy. Bei Batgirl bin ich mir da nicht sicher, aber es sind auf jeden Fall Catwoman und Poison Ivy, hat sich dann auch nochmal zusammen geändert, die Zusammenstellung. Ich glaube, Harley Quinn kam irgendwann dazu. Nagelt mich nicht fest, vielleicht war es auch Harley Quinn, Poison Ivy und Catwoman. Aber ist egal, also auf jeden Fall Gotham Sirens hätte ich als Titel passender gefunden, eben auch so ein Comic-Heft aus der damaligen Zeit, wo eben so Anti-HeldInnen die titelgebende Figuren sind. Und Birds of Prey war eigentlich immer eine Mannschaft von Helden. Mhm. Und auch das, der Begriff Held sein, dehnt man hier, glaube ich, bis ins Unermessliche. Ja. Ja, es ist eher so, es gibt die schurkischen Schurken und es gibt die weniger schurkischen Schurken. Ja, und Schurken. Alles ist so ein bisschen so ein grauer Matsch, also so eine moralische Grauzone. Mhm. Würdest du mal ganz grob, und ich weiß, das ist keine leichte Aufgabe, ganz grob zusammenfassen, worum es in dem Film ungefähr geht? Ja, der Film beginnt nach der Trennung von Harley Quinn vom Joker. Das gibt sie relativ kurz nach Anfang des Films auch sehr groß bekannt, indem sie was in die Luft jagt, was so ein bekannter Treffpunkt von den beiden war. Ist Ace Chemicals, das ist, also man kennt es wahrscheinlich aus dem Tim Burton Batman, der Ort, wo Batman den Joker erst in die Chemiebottich schmeißt und er da seine Origin hat und in den gleichen Bottich wird dann irgendwann Harley Quinn auch gelegt. Kann man, glaube ich, nachlesen in Harley Quinn Joker Love irgendwas. Ja. Love. Ist ein Comic-Heft, sehr, 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 sehr geil. Genau. So ein bisschen ihre Original-Story. Ja. Ja. Das ruft eine Menge Feinde auf den Plan, die bisher die Finger von ihr gelassen haben, weil sie mehr oder weniger unter dem Schutz des Joker stand. Einer davon ist Ramon Sionis. Besser bekannt als Black Mask. Jawohl, dargestellt von Ewan McGregor. Mhm. Der ihr ans Leder will, sie auch schnappt. Und sie bietet dann aber an, um da rauszukommen, ihm bei der Lösung eines Problems zu helfen. Er ist nämlich hinter einem Diamanten her. In diesem Diamanten ist versteckt ein Zugangscode zu einem unfassbaren Vermögen, das einer ehemaligen Mafia-Familie gehörte, die dann ausgelöscht wurde. Die Bettinellis. Genau. Batman-Fans horchen jetzt schon auf. Und Sionis möchte eben gerne an diesen Code ran, um an das Vermögen ranzukommen. Und er möchte so ein bisschen der schurkische Herrscher der Stadt werden. Blöderweise ist ihm der Diamant abhanden gekommen, geklaut von Cassandra Cain. Und Harley bietet eben an, wenn er sie nicht umbringt, würde sie ihm den Diamanten besorgen. Deshalb macht sie sich also auf die Spur von Cassandra Cain. Ebenfalls hinter ihr her sind aber Black Canary, also Dinah Lance. Dann eine Polizistin namens René Montoya. Ich kenne die Figuren natürlich alle aus den Comics, klar. Ja, ich nicht. Ja. Und es gibt noch den
mysteriösen Crossbow-Killer, der ebenfalls irgendwie durch die Gegend huscht und Leute umbringt, die auch auf der schurkischen Seite der Stadt stehen, nicht auf der guten. Alle also hinter diesem Mädchen her, das den Diamanten verschluckt hat, nachdem es ihn geklaut hatte und verhaftet wurde. Harley befreit sie auch so ein bisschen aus Polizeigefangenschaft, sorgt dafür, dass sie nicht von den Handlangern von Sayonis geschnappt wird und versucht auf natürlichem Wege, via Apfelmittel und Pflaumensaft und ähnlichem, den Diamant aus ihr rauszubekommen, während Sayonis da eher nicht so zimperlich ist und auch sagen wird, ach, schneidet sie auf, holt das raus. Mhm. Es gibt da im Hintergrund ein bisschen mafiöse Verstrickungen zwischen den einzelnen Familien und den einzelnen Personen, die da drin sind. Canary hilft erstmal Harley zwischendurch und ist so ein bisschen, naja, chaotic neutral fast, hätte ich gesagt. Also man weiß nicht so richtig, auf wessen Seite sie so genau steht. Sie arbeitet für Sayonis, man weiß nicht, warum genau. Ja, doch, das erfährt man ja irgendwann. Naja, also sie sagt, er hat sie halt von der Straße gut in ihren Job gegeben. Das reicht als Hintergrundgeschichte. Wahrscheinlich. Also für so einen ersten Ansatz. Er steht aber seinen Methoden sehr, sehr skeptisch gegenüber. Und klar, Montoya ist Polizistin lange Zeit, dann wird sie suspendiert. Wir alle wissen, was das bedeutet, wenn Polizistinnen suspendiert werden. Ja. Genau. Und wir erfahren dann später auch noch, wer der Crossbow-Killer ist. Ja, später. Das ist ein gutes Thema. Das Ganze läuft natürlich darauf hinaus, dass sich dann irgendwann diese Figuren alle zusammenfinden. Mhm. Cassandra auch beschützen, weil sie merken, es geht jetzt halt einfach nicht mehr nur um diesen einen Diamanten, sondern irgendwie kriegen sie es halt hin, dass Black Mask eben auch hinter allen anderen auch irgendwie her ist. Also einer hat eben ermittelt, eine ermittelt eben gegen ihn, die andere hat ihn verraten, die nächste hat ihn beklaut und die wieder nächste will ihm irgendwie ans Leder und natürlich landen die dann eben so auf der Schussliste des ganzen Syndikats da und müssen sich dann zum Ende des Filmes natürlich, wie man es von Superheldenfilmen kennt oder auch Crossover kennt, zusammentun und gegen dann den Schurken zu kämpfen. Ich glaube, das reicht so als Abriss. Die Story ist unfassbar kompliziert erzählt. Ja. Yeah. Ich habe mich am Anfang des Filmes wohlwollend an Pulp Fiction erinnert gefühlt, weil Pulp Fiction seine Story auch in Episoden erzählt, die, wenn man sie in die richtige Reihenfolge schneidet, eine ganze Story ergeben und auch eine logische Handlung ergeben. Ich finde aber, und ich will nicht Tarantino loben, darum geht es mir nicht, und ihn auch nicht irgendwie Helden verehren, aber das ist ein geschickt geschriebenes Episodenfilmchen, wo du am Ende des Filmes ungefähr weißt, vielleicht wenn du das ein zweites Mal gesehen hast, ungefähr weißt, wie die Geschichte zusammenhängt. Das ist sehr geschickt, das ist ein sehr geschickt geschrieben und geschnittener Film. So. Aber von Tarantino. So, das lassen wir erstmal dahingestellt. Und ich habe mich da am Anfang wirklich dran erinnert gefühlt, weil ist mal so ein bisschen, die Diskussion gab es auch bei Greta Gerwig ein bisschen. Mhm. Der ist eben auch vorgeworfen worden, dass sie da eben in mehreren Zeitebenen erzählt hat. Aber wenn das halt ein Tarantino macht oder eben auch, weiß der Geier was, ein Christopher Nolan, der das ja auch gut kann, in Versatzstücken zu erzählen, dann ist das irgendwie große Kunst. Und ich glaube, Greta Gerwig hat es geschafft, dass man tatsächlich mal 2 Minuten drüber nachdenken muss, was auf dem Bildschirm passiert. Das haben wir letzte Woche ja auch besprochen. Und das funktioniert für mich am Ende des Filmes auch. Hier in Harley Quinn steht das dem Film tatsächlich ein bisschen im Weg. Ja, es hat mich erinnert an einen Film, den du, glaube ich, immer noch nicht kennst, Lucky Number 7. Das ist wahr. Es ist auch so eine Schurkengeschichte, wo einer gegen den anderen versucht, alle auszuspielen und so. Und auch da ist es so, dass Figuren immer mal gezeigt werden. Dann gibt es so einen Schnitt, Spur zurück zum Beginn dieser Figuren und erklärt deren Geschichte. Das machen sie hier auch immer wieder. Das heißt, man erfährt dann schon so peu à peu, wo waren welche Figuren, zu welchem Zeitpunkt der Geschichte. Aber es hat, es tut mir leid, bei Lucky Number 11 auch besser funktioniert für mich, das zu zeigen und das zu mischen. Und hier fand ich es mitunter einfach so ein Ticken anstrengend, weil ich dachte so, ja, habe ich mir jetzt schon gedacht, hätte ich jetzt nicht nochmal in der Ausführlichkeit erzählt gebraucht, hätte ich nicht an der Stelle gebraucht, vielleicht ist irgendwie, es tut mir leid, es hat viel gewollt und leider nicht immer gekonnt. Ja. Für mich in dem Moment. Ich glaube, das ist wieder mal so ein Ding, wo es eine weibliche Regisseurin gibt, in dem Fall, Gott, ich spreche es garantiert falsch aus, Cathy Yan. Wir befinden uns ja auch so ein bisschen, also nicht wir, aber viele andere in diesem Jahr, in dieser 52 Films by Women Challenge, wo eben gezielt auch nochmal geguckt wird, wie viele Filme von Frauen gucken wir eigentlich, wie weit ist das
in unserem Filmkonsum überhaupt drin. Side Note, ich habe gedacht, über meinen regulären, doch sehr intensiven Filmkonsum würde sich das schon von selbst erledigen. Leider nein. Und das tut es tatsächlich nicht. Man muss wirklich aktiv suchen. Mhm. Also ich bin froh, dass mit Little Women und also ich nehme an der Challenge nicht teil, weil ich da einfach dieses Jahr nicht die Zeit für habe. Ich habe einfach andere Sachen dieses Jahr ein bisschen zu regeln. Ich kann nicht noch aktiv irgendwie jetzt jede Woche mir einen Frauenfilm, ein Film von einer weiblichen Regisseurin raussuchen, sondern ich werde auch weiterhin dieses Jahr nochmal Filme konsumieren. Aber ein bisschen darauf zu achten, dass man sich so in die Figur schüttet an Filmen, ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Und ich glaube, dass Frauen es deswegen schwer haben, oder nicht männlich weiße Regisseure es schwer haben, sich zu versuchen, sich zu erproben, daran auch zu scheitern, zu wachsen, den nächsten Film wieder besser machen zu können, weil das Studio sagt, oh ja, der Film von davor, der war ja nicht gut, dann lassen wir sich einfach keinen zweiten drehen. Mhm. Dann geben wir das Franchise gegebenenfalls auch mal wieder an einen anderen Regisseur, Regisseur wohlgemerkt. Da hat Patty Jenkins jetzt tatsächlich einfach mal Glück gehabt mit Wonder Woman, dass sie den zweiten auch machen darf. Aber das ist ja nicht die Regel, sondern wenn ein Franchise auch erfolgreich ist, aber dann eben auch Kritik ausgesetzt ist, dann wird oft eine Regisseurin abgesägt und durch einen Mann ersetzt. Mhm. Doch durch einen Typ ersetzt einfach. Ja. Typ mit Ü. Und das ist manchmal ärgerlich, weil ich würde mir einfach wünschen, dass Frauen in unserer Filmlandschaft die Chance gegeben wird, zu versagen und dann den nächsten Film besser zu machen. Dass man, das war jetzt einfach mal ihr Ausrutscher. Ne? Es gibt männliche Regisseure, die drehen drei Ausrutscher nacheinander und kriegen dann aber keinen vierten guten Film mehr hin. Ja. Das wird Til Schweiger. Da sind ja die guten Filme die Ausrutscher. Ja. So, die es bestimmt gibt, ich habe nur noch nie einen davon gesehen, also irgendein Til Schweiger-Film, ich weiß es nicht, gehört Far Cry dazu, der war, glaube ich, nur mit Til Schweiger. Der war aber auch nicht gut. Also ich glaube, dass es halt immer schwierig ist, eine Regisseurin, die jetzt erst eine Handvoll Filme gedreht hat, der erste, den sie gedreht hat, der mir gerade nicht einfällt, den ich auch nicht gesehen habe, keine Ahnung, wie der ist, aber manchmal fällt dann auch eine Regisseurin positiv auf, so wie Greta Gerwig ja auch positiv aufgefallen ist mit Lady Bird und dann auch mal stumm vergessen worden ist, dass sie schon vorher mal einen Film gedreht hat. Irgendwann, aber der wurde ja totgeschwiegen. Und also ich würde mir einfach wünschen, dass wir in einer Welt leben würden, wo Frauen auch wirklich mal einen Film versemmeln dürfen, um sich dann auch weiterentwickeln zu können. Mhm. Und das passiert ja de facto nicht. Und ich will das diesem Film nicht ankreiden, aber das ist so mein grundsätzliches Gefühl. So Ende der Side Note. Nichtsdestotrotz ist es ja ein Superheldenfilm am Ende des Tages und da ist ja unfassbar viel Einfluss vom Studio auch mit dabei. Ja. Das merkt man. Also da ist unfassbar... an der ganzen Struktur merkt man, wo an welchen Stellen dann auch was gebogen wurde und zusammengefügt wurde an also filmischem Gewebe oder sowas, was hinzugefügt worden ist. Also diese einzelnen Episoden, die immer nach hinten und nach vorne springen, irgendwie in die Verbindung zu bringen. Und das ist irgendwie nicht geglückt. Nee, ist es irgendwie nicht. Und es führt halt vor allem dazu, dass der ganze Film also schon auch ein Stück weit wie eine Origin-Story für Birds of Prey wird, also für diese Gruppe Birds of Prey, die dann erst am Ende des Films tatsächlich als Gruppe dasteht und gleichzeitig Origin Story für alle Einzelfiguren und das unfassbar zusammengepresst ist. Also wobei den Avengers, um auf den Marvel-Vergleich zurückzukommen, erstmal alle Avengers irgendwie ihren eigenen Origin-Film bekommen haben und dann erst der Origin-Avengers-Film kam, habe ich das Gefühl, ist hier alles in einem Film untergebracht, weil wir können es uns ja nicht leisten, irgendwie 5 Frauenfiguren oder 4 wenigstens oder auch nur 3 in einzelnen Filmen einzuführen, um dann einen Crossover-Film zu machen. Zur Verteidigung, das hat Marvel halt bisher auch nicht gemacht. Es gibt halt Marvel. Das ist richtig. Und demnächst halt den Black Widow-Film. Da hört es dann auch schon wieder auf mit den weiblichen Figuren. Ne? Das ist weder was Marvel noch DC gemacht haben. Das macht dann einfach niemand im Moment. Und das ist schade. Es gibt halt den Wonder Woman-Film und DC ist ja sowieso irgendwie 10 Jahre zu spät mit allem angefangen und versuchte das ja mit den ersten 3 Filmen, die sie gemacht haben, ja auch alles zusammenzuführen. Also diese Unholy Trilogy, die sie da irgendwie gedreht haben, diesen Man of Steel, Batman wie Superman und den ersten Wonder Woman, den ich da definitiv mit reinziehen würde. Was so, also wo man wirklich merkt, dass das alles stilistisch ein so ein Sumpf ist. Mhm. Wonder Woman da zumindest von der Thematik ein bisschen raussticht. Aber also ich mag den Wonder Woman Film, definitiv, also daran gibt es auch für mich nichts zu rütteln, gibt auch berechtigte Kritik an dem Film, die ich auch sehe,
Aber er gehört halt, also dieser Film gehört halt am Ende des Tages immer noch in diese erste Trilogie mit rein. Ja. Vielleicht noch mit Justice League am Ende, als den krönenden Kackabschluss, Darmabschluss, Darmverschluss dieses DC-Franchises. Und deswegen sagte ich am Anfang eben auch so ein bisschen die Emanzipation. Aquaman gehörte noch grob in diese alte Ausrichtung mit rein. Da haben sie halt noch irgendwie kurzfristig die Reißleine gerissen und gezogen und haben gesagt, oh ja, nee, wir ändern dann auch mal so zwei, drei Dinge. Mhm. Wir dürfen den Suicide Squad-Film auch nicht vergessen, den es ja auch noch gibt, leider. Den ich auch nicht gesehen habe? Nee, würde ich auch nicht empfehlen. Der hilft auch nicht beim Verständnis dieses Films. Das ist, können wir gleich nochmal drüber reden, wie sich der Film auch nochmal stilistisch von den anderen DC-Filmen unterscheidet. Vielleicht machen wir das auch einfach jetzt, das passt ganz gut. Aber eben bei Aquaman haben sie die Reißleine gezogen und gesagt, so, wir versuchen 5 Minuten vor Schluss nochmal 2, 3 Dinge zu ändern, um den Film stilistisch ein bisschen abzuheben. Und das ist auch geglückt, weil, also klar, die haben die Farben nochmal hochgedreht, das war vorher auch anders gemeint. Aber Aquaman ist einfach 2 Stunden Fano von Jason Momoa, haut irgendwie die Leute kaputt. Ja. Das ist okay, wenn man das möchte, ist das okay. Das ist derartig drüber und derartig bunt und comichaft. Aquaman ist bei mir auf jeden Fall ein positives Sternchen im Övre von DC, genau wie Shazam, eben auch absolut ein Lichtblick war. Den haben sie ja dann auch wieder von der Pike auf neu stilistisch gemacht. Aber Harley Quinn ist halt vom Stil wieder nochmal was komplett Neues. Ja. Und das ist das, worauf ich bei DC immer gewartet habe. Mhm. Ich bin bei DC, bei den Comics deutlich sicherer und auch belesener, als es das bei Marvel ist. Ich habe deutlich mehr von diesen Elseworld-Stories gelesen, als die What-Ifs bei Marvel. Also ich bin absolut fit, wenn es um irgendwelche Paralleluniversen geht und so weiter und so fort. Ich bin es also gewohnt, eine alternative Version von Superman zu lesen, eine alternative Version von Wonder Woman, eine andere Interpretation von Harley Quinn. Also eine Figur, die ohnehin von jedem Autor, jeder Autorin nochmal anders angefasst wird. Mhm. Das ist bei Comics ohnehin so. Und dann geht der Redakteur hin und sagt, aber nächste Woche hätten wir bitte gerne einen neuen Status Quo für Batman. Und dann wird das mal ein halbes Jahr probiert und wieder zurückgenommen. Also ich bin es gewohnt, dass Figuren sich verändern. Und es gibt für Comicfiguren nicht diesen 100-prozentigen Status Quo. Der wird irgendwann mal festgelegt für die nächsten 3 Jahre. Und dann wird da vielleicht nochmal wieder hin zurückgekehrt. Aber Figuren verändern sich, kriegen eine andere Backstory, kriegen ein anderes Superheldenkostüm. Und nach ein paar Jahren kehrt man dann auch mal gerne wieder zu dem Kostüm zurück, was die Figur in den 60ern hatte. Alles schön und gut. Aber Comicfiguren verändern sich. Und das habe ich in diesem Film ganz besonders gespürt, weil er so stark abweicht von dem, was Harley Quinn in den Comics ist. Nichtsdestotrotz gibt es für diese Harley Quinn, diese Version der Harley Quinn, eine Comicvorlage. Und das ist die aus der New 52. Mhm. Und zwar schon eine ganze Zeit weiter in diesem Reboot drin, gab es eben diese Harley Quinn-Serie, wo sie gesagt haben, oh, komm, fuck it, wir machen einfach eine Harley Quinn-Serie, die auf Kontinuität scheißt. Sie ist ja parallel dazu auch noch in Suicide Squad aufgetreten und auch in irgendwelchen Batman-Comics, aber die Harley Quinn-Serie hatte damit überhaupt nichts zu tun. Und das sind exakt Versatzstücke, die man hier wiederfindet. Den Bieber, mit dem sie zwischendurch spricht, das ist eben aus den Comics, dass sie am Anfang ein bisschen Roller Derby spielt, was so ein bisschen in der Figur eben auch in den Filmen drin ist. Das ist eben aus diesen Comics. Diese Gruppe, mit der sie dann auch abhängt, die sie so ein bisschen verstößt, auch das ist aus genau aus dieser Zeit. Und das ist halt, und ich glaube, da wird es bei dir auch Klick machen, die Zeit, wo man bei DC versucht hat, Harley Quinn werden zu lassen wie Deadpool. Mhm. Und ich glaube, da sollten dir auch einige Parallelen aufgefallen sein. Eindeutig. Also, ich hatte durchaus Spaß an einigen der Momente, wo sie dann quasi das Publikum anspricht, wo sie ihr eigenes Narrativ wirklich aus dem Off erzählt. Es hat mir gut gefallen. Es gab viele Momente, wo ich mich auch so ein bisschen an die Doom Patrol erinnert habe, an die Serie. Also gerade wenn es so um bestimmte Optiken geht. Also ich habe manchmal so diese Special-Charaktere von Crazy Jane. Mhm. Also gerade die dann so diese Comic-Schrift hat, mit der sie dann durch die Gegend fahren kann. Das würde da stilistisch super reinpassen, auch in den Film. Also das ist sowas, wo ich dann einfach sage, das hat mir da schon gefallen bei der Doom Patrol. Das fand ich hier auch ganz cool von der Optik. Ich mochte auch tatsächlich dieses Erzählen, was eben wie auf Deadpool ist, wie du schon sagst. Und es ist trotzdem nicht ganz rund im Film für mich irgendwie. Mhm. Und das finde ich ein bisschen schade. Also mir hat es gut gefallen am Anfang diese Kurzzusammenfassung von der Origin von Harley Quinn in diesem Zeichentrickstil. Das fand ich cool und auch so
manche der Zusammenfassungen waren toll, manche waren aber irgendwie auch anstrengend und manche waren auch so, ach ja, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Auch manche, und die waren vor allem oft auch doppelt drin. Ne? Ja, genau. Also es war viel, genau das. Also das ist so dieses, das habe ich jetzt schon erfahren, das weiß ich schon, das ja. ist okay. Und wir hatten jetzt noch das Glück, mit einer anstrengenden Gruppe 15-Jähriger im Kino zu sitzen. Also die saßen direkt hinter uns. Mhm. Und die haben Sachen abgefeiert, wo ich gedacht habe, so okay, ich bin 20 Jahre älter als ihr. Ich habe den Witz schon kommen sehen vor, ich weiß nicht wie viel. Die haben sich bei den Trailern über den Begriff Mulan gefreut. Mhm. Lan, Bruder. Ich denke, wow, okay, ja. Wer ist dieser Lan und warum hat er so viele Partys? Genauso. Und die haben leider den Film über auch ganz schön genervt irgendwie. Also. Die haben, ich habe aber auch den Eindruck, dass die irgendwann ausgestiegen sind, ganz eindeutig, weil es denen, also habe ich so den Eindruck gehabt, ein bisschen kompliziert worden ist. Mhm. Die haben den Damen da aber auch ganz schön auf den Hintern geguckt, was aber dann auch an der Inszenierung liegt. Mhm. Also, obwohl das ein feministischer Film sein will und zum Teil auch ist, will ich, können wir gleich nochmal diskutieren, inwieweit das zutrifft, wird da ganz schön an den Frauen hoch und runter gefahren. Also, da geht es nicht nur darum, irgendwie Frauen ihre eigene Sexualität ausleben zu lassen, was der Film schon auch macht, sondern das ist auch schon noch ein bisschen Fleischschau für die Kerle. Und das hat mich halt auch geärgert. Also, die kriegen einfach diesen Spagat nicht hin, im wahrsten Sinne des Wortes, hinzugehen und zu sagen, ey, komm, das ist ein feministischer Film, das ist wirklich die Emanzipation von Harley Quinn, eben auch die Emanzipation vom Joker, was sie ja symbolisch am Anfang des Filmes auch macht, sondern es ist eben auch für die anderen Figuren alles, Figuren sind ja alle weiblich, mehr oder weniger, irgendwo auch eine Erprobungsrunde, wie sagt man denn, eine Herausforderung, also eine Lebensherausforderung, um sich selbst was zu beweisen, um aus eingefahrenen Dingen herauszukommen, Lebenssituationen herauszukommen, aus vielleicht auch aus einer Situation rauszukommen, die ausweglos erscheint und so weiter und so fort. Also das nehmen ja alle Figuren mit sich. Also ob es eine René Montoya ist, die im Job eingefahren ist, mit Dana Lance, die irgendwie in einem zwielichtigen Schuppen von einem Gangster singt und irgendwie dessen Fahrerin wird, eine Harley Quinn, die irgendwie nicht mehr die Braut vom größten Gangsterboss der Stadt ist und dann aber irgendwie den nächsten Gangsterboss gerät und aus dieser Nummer irgendwie auch ein normales Leben führen möchte irgendwo. Eine Handschuss, bei der ich bis jetzt eben noch nicht so richtig rausgefunden habe, was eigentlich deren Agenda war, außer diese Rachennummer. Das war es, glaube ich. Fast alle der eindimensionalsten Figuren. Mhm. Und auch das Problem von Cassandra habe ich eigentlich nicht verstanden. Nö, also bei Cassandra ist das Hauptproblem, dass sie erzählt haben, dass sie eben klaut, weil sie aus einem schlechten Elternhaus kommt, offenbar. Und das war's. Ja. Und das ist also so richtig zu greifen, ist das Problem erstmal nicht. Und das wird auch mit 2-3 Sätzen so ein bisschen abgehandelt. Und dann versagt der Film für mich an der Stelle halt auch schon wieder ein Stück weit zu zeigen, inwieweit die Frauen da jetzt rauskommen. Also allein diese Superheldenwerdung oder Superheldinnenwerdung ist ja nicht der Beweis dafür, dass sie ihre alte Situation erfolgreich, also es ist ja vor allem kein moralischer Gewinn, den die Figuren am Ende haben. Die sind ja in exakt der gleichen Situation, nur dass sie jetzt eine Maske tragen. So, ja. Ne? Ja, das ist auch so ein bisschen das, was ich dem Film halt ankreide in dem Punkt Emanzipation von was auch immer. Das funktioniert halt nicht mit dieser unendlich langen Phase am Anfang, wo die Origins der einzelnen Figuren erzählt werden. So. Für mich wäre der Einstieg super gewesen, wenn alle so ein Kurzintro bekommen hätten, wie Harley das bekommen hat, mit diesem Zeichentrick. Und dann hätte der Film bei mir in der Situation anfangen können, wo sie in dem Booby-Trap-Ding sind. Ich hätte tatsächlich noch ein bisschen früher angesetzt und das hat für mich in der Situation Klick gemacht, wo die Szene dann kam. Ich hätte tatsächlich an dem Punkt angesetzt, wo Zsasz, also Victor Zsasz und auch eine wichtige Comicfigur tatsächlich, also wenn man sich in den Batman-Kanon ein bisschen reinfuchst, immer diesen Namen Zsasz relativ früh merken, und eben Black Mask rauskommen und diesen Stein verlieren, diesen Diamanten verlieren. Und dieser Diamant ist ja schon sowas wie ein MacGuffin. Ja. Aber das ist einer der schlechtest benutzten MacGuffin der Filmgeschichte, weil es halt null um diesen MacGuffin geht. Also ich weiß nicht, ob das was Positives ist, wenn man MacGuffin einführt und ihn dann nicht nutzt, oder was Negatives ist, weil MacGuffins ja auch wieder so eine Trope sind, die eigentlich nicht mehr nötig sind in dem Sinne. Also man kann ja auch Geschichten erzählen ohne diesen Gegenstand. Aber damit wird ja Cassandra Cain an sich ja auch schon wieder zu diesem MacGuffin, weil dieser Stein ja irgendwann in ihr drin ist. So. Und es ist so, also für mich hätte das eigentlich gereicht. Also
der Diamant ist in dem Mädchen. Und dann hätte man ja auch gerne nochmal zurückspringen können. Ja. So, oh ja, irgendwie Freeze Frame auf Harley Quinn. Okay, ihr fragt euch bestimmt, wie ich an diese Situation gekommen bin. Und dann fängt sie an zu erzählen. Ja. Aber dass man eben so diese Verbindung Cassandra Cain, Harley Quinn schon mal hat. Mhm. Denn die Figuren hüpfen alle mal irgendwann in den ersten Dreiviertelstunde, Stunde durchs Bild und kriegen schon mal so ein bisschen Story erzählt. Und dann bist du erst an dem Punkt, wo du denkst, okay, das wäre jetzt der perfekte Startpunkt gewesen. Mhm. Es dauert eine Stunde, bis ich gesagt hätte, okay, hier fängt der Film jetzt sinnvoll an. Ja, also das wäre auch ein guter Film geworden, gebe ich dir recht. Es wäre halt vor allem ein Punkt gewesen, wo man sagt, okay, da kann ich noch genug erzählen, wie die Frauen alle zu dieser Gruppe zusammenkommen und dann da den Kampf aufnehmen und weitermachen. Aber in dem Moment, wo sie zur Gruppe werden, ist der Film ja schon quasi vorbei. Ja, also das ist ja fast schon so eine Superheldenkonvention. Ja. Also dass ein Crossover erst dann, oder auch, das hatte Helge Zarek, schönen Gruß, mal irgendwann gesagt in einem gemeinsamen Podcast, wo ich irgendwie den ersten Band einer neuen Superheldentruppe von DC eben besprochen habe, was eben auch 6 Hefte gedauert hat. Und dann hast du erst am Ende dieser 6 Hefte das Gefühl, okay, hier ist die Gruppe richtig zusammengewachsen. Mhm. Das ist eine Dynamik, die findest du in Comic-Heften andauernd. Mhm. Gerade in so Crossover-Geschichten oder Team-Geschichten, wo sich ein neues Team zusammenfindet. Dann wird erstmal 6 Hefte lang erklärt, was das Problem überhaupt ist. Mhm. Dann werden die Figuren ausführlich vorgestellt. Und am Ende des letzten Heftes steht diese Truppe mutig irgendwo in der Mitte der Straße und bekämpft ihre erste große Bedrohung. Also das ist innerhalb von so Comic-Heften eine relativ wiederkehrende Dynamik. Funktioniert für mich aber in einem 2,25, der war relativ lang, 2,25 Stunden, glaube ich, fast demnächst, ne? Oder zumindest deutlich über 2 Stunden. Also in einem Film dieser Länge einfach fast schon nicht mehr, weil man halt ewig Sitzfleisch braucht, um irgendwie zu verstehen, dass die Figuren dann doch nochmal zusammenfinden. Mhm. Es ist wirklich last minute, also die stehen dann gemeinsam im Raum und sagen, ey, eigentlich haben wir keinen Grund zusammenzuarbeiten, außer dass wir gerade alle auf der Abschlussliste stehen. Ja. So, erst an dem Punkt und nicht mehr haben die gemeinsam. Nee, und das ist halt das, was mir so ein bisschen fehlt einfach. Also das ist so ein, das ist vielleicht auch einfach von meinem, wie ich Feminismus denke, her gesehen, dieses bildet Banden, tut euch zusammen. Das kommt so unfassbar spät. Da arbeitet jede der Frauen für sich. Manche arbeiten so ein ganz bisschen mal zusammen, schustern sich hier und da einzelne Informationen zu. Alle versuchen an dieses Mädchen ranzukommen mit mehr oder weniger Beschützerinstinkt dabei. Aber es ist einfach nicht dieses, okay, da sind ein paar Arschlochmänner dabei und wir tun es jetzt zusammen, um es denen einfach mal zu geben. So, wir haben keinen Bock, uns von denen rumschubsen zu lassen. Und das ist ja was du auch gut erzählt hättest können in dem Film. Dieses Black Canary hat keinen Bock mehr, nur das Singvögelchen zu sein für Sionis. Harley Quinn, logischerweise, gerade vom Joker getrennt, keinen Bock mehr, irgendjemandes Püppchen zu sein. Montoya, keine Lust mehr drauf, ständig überflügelt zu werden. Sie löst Fälle und andere streichen den Ruhm ein. Dafür. Ja. So. Das hättest du alles erzählen können, relativ kurz. Und dann hättest du diese Bande gehabt, die alle sich angucken und sagen, habt ihr auch so die Schnauze voll von diesen Typen? Und dann hauen sie los. Und stattdessen, also es kreist sich halt auch alles um Harley, mhm. weil die Figuren natürlich alle irgendwann mal an irgendeinem Punkt auf Harley treffen. Und dann haben sie eine kurze Interaktion mit ihr. Sie erklärt auch noch, wie die Figuren irgendwie zustande gekommen sind. Also deren Origin wird halt eben auch von Harley erklärt. Und dann trennen die Figuren sich eben wieder und also die treffen halt immer nur sehr punktuell aufeinander. Ja. Und dann aber auch in so Momenten, wo ich denke, ja, also wenn jetzt René Montoya auf Harley trifft, mach sie halt dingfest. Also ja, Harley hat Superkräfte. Mhm. Die hat sie, also nachdem sie eben das wird hier nicht erzählt, also Poison Ivy kommt einmal ganz kurz vor in dieser Origin Story, das ist nämlich ihre Ex-Freundin. Mhm. Die sieht man nur ganz kurz. Ganz kurz gefreut und dann war es schon wieder vorbei. Und von der hat sie eben diese Superkräfte. Und das sind aber auch also wirklich ein bisschen mehr Durchhaltevermögen. Sie kann ein bisschen höher springen, was man auch ein paar Mal sieht. Mhm. Ist kräftiger, also hat auch Super Strength. Also das sind alles so Basis-Superkräfte, die aber auch Dina Lance von Haus aus einfach durch Kampftraining mitbringt. Ja. Aber die sind alle so ziemlich auf dem gleichen Level. Mhm. Darf man also auch nicht vergessen, ja, die hat Superkräfte. Aber darum geht es halt auch irgendwie nicht, sondern es geht eigentlich darum, Harley Quinn geht einkaufen. Mhm. Es geht darum, Harley Quinn kommt irgendwie beim Schurken um die Ecke, plaudert mit dem, wird von dem kurz entführt und auf den Stuhl gebunden, dann macht sie 2, 3 witzige Bemerkungen, wird wieder freigelassen. Es ist alles so, es ist so punktuell einfach so. Mhm. Man merkt also, das hätte als Serie wahrscheinlich ganz gut funktioniert, mhm. so einzelne Geschichten, einzelne Episoden da draus und dann vielleicht auf 10 Folgen hoch ausgeweitet und auch verschiedene Figurenbeziehungen besser erklären zu können. Aber
Also als Struktur für den Film funktioniert das so nicht, bitte. Nee, leider tatsächlich überhaupt nicht. Was für mich gut funktioniert hat, weiß ich nicht, ob du da eine gleiche Meinung oder eine andere hast, werden wir gleich feststellen, sind diese Clown-Aspekte, wenn Harley kämpft. Also, dass sie mit Paintball ganz um sich schießt, mit Konfettikanonen die Leute ausnockt. Ich habe das eigentlich als Gummigeschosse mit... Es sah aus wie Radiergummis, aber teilweise waren es halt auch Paintball-Munition, auf jeden Fall. Es platschte so auf. Ja, es waren, also da kam ja keine Farbe raus, es waren Gummigeschosse, aber es kam halt bunter Rauch mit raus. Das und, ich meine, egal, ich meine, ich hätte auch Paintballs gesehen, egal. Konfettikanonen, kurzer Gruß an Pinkie Pie. Sie hat natürlich zwischendurch einen Baseballschläger in der Hand, den obligatorischen, sie hat diesen ikonischen Hammer in der Hand zum Kämpfen. Sie ist auf Rollschuhen unterwegs und hat halt wirklich diesen clownesken Effekt dabei, wenn sie kämpft. Und das hat mir gut gefallen, weil das ist, also ich kenne ja Harley Quinn nicht annähernd so gut wie du wahrscheinlich, aber das ist so dieses immer ein bisschen albern, immer ein bisschen drüber, immer ein bisschen bunter und dabei aber mit ordentlich Schwung dahinter. Was ich aber schade finde, und du hast die Kämpfer ja angesprochen, auch die sind punktuell, und das ist mir halt die ganze Zeit vorgekommen wie in einem Videospiel. Mhm. Also Harley kommt irgendwo hin und dann wartet wieder die nächste Horde Männer auf sie, die sie jetzt irgendwie kaputt hauen muss. Und das sind alles so gesichtslose Goons. Mhm. Also die haben dann mal so eine Rockerkluft an, dann sind das irgendwelche Figuren, die irgendwo in der Zelle sitzen und dann rauskommen und dann muss sie das irgendwie in einer coolen Action-Szene, die auch irgendwie auf cool gemacht inszeniert sind, lösen und die dann kaputt kloppen und alleine auch kaputt kloppen. Und aus diesem Aspekt will ich coole Frauen sehen, die Männer kaputt hauen, die nerven. Ja, kriegt man hier 2 Stunden, mega, aber das Ganze hat keine Substanz, das hat keine Bedeutung für die Figuren. Mhm. Und das ärgert mich. Also klar, es ist schön, Frauen zu sehen, die mal gnadenlos auf der Männerwelt rumkloppen, im übertragenen Sinne sowie auch im wörtlichen Sinne. Und ich finde auch Frauen sollten, und vielleicht kommen wir dann gleich auch mal bei den positiven Sachen demnächst mal an, gibt es nämlich doch noch 2, 3 Dinge, die ich sehr gut fand. Also auch Frauen sollten die Möglichkeit haben, sich Filme anzugucken, die für sie gedacht und gemacht sind, wo Frauen einfach mal stumpf gewalttätig sind und ohne nachzudenken Leute kaputt kloppen. Das kriegen Männer seit den 80er Jahren, 70er Jahren vor die Füße geworfen, seit Schwarzenegger und Stallone unterwegs sind. Warum solche Filme nicht auch mal für Frauen machen? Mhm. Und das fand ich eigentlich ganz angenehm. Im Ergebnis, und da haben wir eben schon mal drüber gesprochen, als wir aus dem Kino kamen, dass da für mich wahrscheinlich auch so eine Genrevorliebe eine große Rolle gespielt hat, die mir sehr gut gefallen hat. Das Ganze erinnert halt an so einen Exploitation-Film aus den 70ern. Ja. Also so ein, weiß ich nicht, so ein Coffee Pam Grier oder sowas, so ein Film halt eben, wo Frauen halt einfach wirklich durch die Lande ziehen und einen Typen nach dem nächsten kalt machen. Ja. Genau so ein Film ist das halt. Ja. Und das vom Stil her, gemischt mit diesem knackebunten und so ein bisschen Pseudo-Noir da drin, wenn es mal ein bisschen düster wird und sowas. Und ein ganz kleines bisschen Tragik noch reingemischt. Das ist das, was man hier 2 Stunden lang bekommt. Mhm. Ein Abgefeiere von so alten 70er-Jahre Exploitation-Tropes. Ja. Also es hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen. So. Es ist in der Hinsicht einfach ein unfassbar kraftvoller Film. Mhm. Also da ist immer ordentlich Wumms dahinter. Das hat mir gut gefallen. Was mir auch gut gefallen ist, du hast gerade schon die Settings so ein bisschen angesprochen. Gerade am Ende, wenn sie in diesem, weiß ich nicht, Vergnügungspark, Booby-Trap-Ding sind, habe ich mich so heftig an die Boogeyman-Szene von Nightmare Before Christmas von Tim Burton erinnert gefühlt. Ja. Weil teilweise auch so diese Optik, so diese Holzdielen, die bunt bemalt sind in so einer Spirale und dann diese komischen Gummihände, die einen so wegklatschen und sowas. Das, sowas feiere ich ja einfach. Das finde ich cool, wenn solche Settings so ein bisschen schräg sind. Die passen halt auch zu Harley Quinn auf jeden Fall. Allerdings, und das ist so ein bisschen der Aspekt, der mich so ein bisschen verwirrt hat stilistisch. Ich weiß, was damit gemacht worden ist. Der Film ist wahnsinnig kinky. Ich glaube, das ist das, was da passiert. Und das merkt man dann vor allem im Abspann, da wo diese Figuren aus diesem Amusement Park wieder auftauchen, mit so langen Zungen. Und dann sind das alles Frauen, wo die Zungen sich treffen. Und das ist alles auch schon auf Kink gemacht. Also auch Black Mask mit seiner schwarzen Maske, die dann auftritt. Das sieht halt aus wie eine Fetischmaske. Ja. So, das ist Absicht. Der Kink dieses Filmes ist halt eben auch so dieses, also Black Mask eben auch als sehr emotionale Figur. Ja. Also Ewan McGregor, der ihn also wirklich sehr, sehr aufbrausend und auch
in alle Richtungen sehr schnell eskalierende Figur eben auch spielt, was der Comicvorlage sehr nahe kommt. Aber wo man halt auch im Hintergrund in seinen Wohnräumen oder auch in der Bar, die er da betreibt, in der Kneipe betreibt, merkt, dass da also definitiv auch so ein Fetisch-Ding ist, so ein Lack- und Leder-Ding, alles ist sehr flashy und bunt, sehr 80er-Jahre-mäßig. Auch die ganzen Kostüme der Figuren sind darauf ausgelegt. Also Harley hat eben immer dieses Oberteil an, was aussieht wie einer von diesen wubbeligen Gummibällen, wenn du dich erinnerst, ne? Diesen Härchen da, so diese Gummibälle. So, genau. Ja, ne? Genau. So läuft es halt die ganze Zeit rum. Und das ist den Leuten halt vorher auch schon aufgefallen. Und ich glaube, da fällt auch so ein bisschen dieser Film fällt halt so in die Kategorie: Filmdudes erwarten, dass Filme immer exakt auf ihre eigenen Interessen zugeschnitten sind. Und alle Filme müssen das sein. Und jeder Film, der nicht auf ihre Interessen zugeschnitten ist, ist automatisch ein schlechter Film. Ja. Und ich garantiere euch, dass es Filme gibt, die euch nicht gefallen, die aber trotzdem mega gut sind, wo ihr aber sagt, stilistisch konnte ich damit nichts anfangen. Ich glaube, das ist genau so ein Kandidat dafür, wo Typen im Kino sitzen und denken, das ist ja gar nicht für mich, das ist ja schlecht. Und ich kann verstehen, wenn man sagt, das ist nichts für mich, das ist kein Superheldenfilm, wo ist denn da Batman, wo sind da die Superkräfte? Man kriegt sie so ein bisschen am Ende, aber so richtig ist das auch kein Thema, das ist ja eigentlich gar kein richtiger Superheldenfilm. Und dann sage ich, jo, das stimmt auch, aber darum geht es in dem Film halt auch überhaupt nicht. Das sind die Comicfiguren, die man kennt, in einem ganz anderen Setting, in einer ganz neuen Ausrichtung auch. Und ich hatte am Anfang ja schon gesagt, so mit diesen ganzen Elseworld-Geschichten und dem ständig wechselnden Status quo. Mein Gott, in den 70ern gab es eine Wonder Woman-Geschichte, wo sie keine Superkräfte hatte, in so einem seltsamen weißen Kostüm durch die Gegend rannte und das Ganze eigentlich eher so eine Hippie-Ausrichtung hatte. So, da hat man einfach mal experimentiert und mit Wonder Woman versucht, ein feministisches Comic zu zeichnen und zu schreiben. Ist dran gescheitert, dass es von einem Typ geschrieben worden ist. Dennis O'Neill, kann man drüber streiten, hat aber ein paar sehr, sehr coole Sachen gemacht. Aber der ist natürlich daran gescheitert, in den 70ern einen Comic zu schreiben und zeichnen zu lassen, was auch diesen feministischen Ansatz, den man da verfolgt hat, auch in irgendeiner Art und Weise zu treffen, gehört heutzutage also auch eher zu den Lachnummern der Wonder Woman-Geschichte, wenn man sich das mal so anguckt. Hat aber auch irgendwo seine Daseinsberechtigung, weil es halt auch zu der Historie dieser Figur dazugehört. Und es ist dieser Harley Quinn-Film eben auch. Das ist eine Episode in der Geschichte dieser Figur. Und die ist eben seit den 90ern. Ich habe das T-Shirt noch an. Ja. Ich habe so ein schönes QWERTY an mit den Schurken aus dem DC-Universum. Hier, 1992. 1992. Und das sind eben, man kennt die QWERTYs ja, das sind so Mugshots von den Schurken. Also wirklich ganz hier oben der Joker und Catwoman, die ja schon in den 40ern aufgetreten sind. Poison Ivy beispielsweise in den 60ern und Harley Quinn und Bane sind, wenn ich das richtig sehe, eben auch die letzten Schurken, die letzten großen Schurken, die seitdem dazugekommen sind, eben 92 und eben 93 jeweils. Und das heißt, diese Figur ist in Comic-Terms, ist sie ja noch keine 30 Jahre alt. Ja. Das ist echt jung. Und trotzdem hat man mit dieser Figur viel experimentiert, viel probiert und das ist eben eine weitere Episode davon und ich finde das gut. Ja. Weil also nach 30 Jahren, Batman gibt es seit den 40ern oder späten 30ern, ist also jetzt demnächst auch mal, ist halt jetzt 81 Jahre alt, hat demnächst dann auch mal 100-Jähriges, aber noch ein paar Jahre warten. Aber da ist natürlich in der Zeit wesentlich mehr probiert worden und dann auch mehr definitiv geworden. Und an dem Punkt ist Harley einfach noch nicht. Man kann diese Figur noch sehr gut formen. Ist witzig, dass man die Figur zu sagen, die 30 Jahre alt ist, aber es ist leider so. Ne? Ja. Nee, also es ist einfach, also ich mag die Figur, nach allem, was ich vorher schon kannte, mochte ich sie. Und ich finde sie nicht schlecht dargestellt in diesem Film. Ich finde Margot Robbie großartig auch in der Rolle. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, ich kenne ja den ersten nicht. Deswegen war ich da sehr gespannt drauf, wie diese Harley Quinn sein würde. Es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich finde das super spannend und ich bin ja als relativ neue Comic-Rezeptientin, heißt das, glaube ich. Comic-Leserin. Ja, ich lese ja gar nicht wirklich. Ich gucke ja die Animes und sowas, Animationsserien. Aber als Comic-Nutzerin, sage ich mal, relativ neu dabei und finde es einfach spannend, wenn Figuren wirklich einfach auch so vielschichtig sein dürfen und sein können. Und ich glaube, du hast ja vorhin schon den Vergleich zu Deadpool gezogen.
das sind halt beides Figuren, so wie ich sie erlebt habe, die so ein bisschen entrückt sind aus den Regeln ihrer Welten auch, aus ihren Universen. Und mit denen kann man sowas halt auch machen. Ja. Also die haben einfach dadurch, dass sie selbst sich nicht so ganz dazugehörig fühlen zu diesem Universum und das andere, die da auch nicht dazugehörig fühlen, auch die Möglichkeit einfach völlig abzudrehen und was ganz anderes zu machen. Und das ist einfach eine tolle Spielwiese. Also wenn ich kreativer Schaffende wäre, egal ob Film, Comic oder was auch immer, das wären Figuren, auf die ich mich stürzen würde, so, weil ich sagen würde, okay, mit denen kann ich richtig spielen. So. Und es ist vor allem nur eine Interpretation. Mhm. Und ich glaube, was wir halt von Marvel gelernt haben, ist jetzt in, was haben wir jetzt, 10, 12 Jahre, wie ist das Marvel-Universum? Nee, länger, ne? 15 Jahre, 20 Jahre. Ist auch egal. Das Marvel-Universum gibt es ja seit den 2000er Jahren ungefähr, das MCU. Eben jetzt auch mit 20, 22, 25.000 Millionen Filmen. Die halten sich halt auch nicht akribisch an irgendwelche Vorlagen. Da heißt ein Film mal Age of Ultron, hat aber mit der gleichnamigen Comic-Serie, die es kurze Zeit vorher gab, null zu tun. Was auch von den Filmschaffenden und von den Comic-Schaffenden ganz klar damals kommuniziert worden ist. Das ist deutlich komplexer, deutlich komplizierter. Mhm. Und das kannst du auch nur erzählen, wenn du ein gemeinsames Universum mit X-Men und Fantastic Four und den normalen Avengers-Figuren eben hast. Und das ging in dem Film ja sowieso nicht. Das heißt, man hat diesen Titel genommen, der Leute daran erinnert, dass es da mal einen Comic gegeben hat, und die haben dann gesagt, na, ich guck mir das mal an, wie sich das mit den Comics verhält, mit den Comics verhält. Und das hat damit ja null, gar nichts, niente zu tun. Mhm. Es kamen Figuren drin vor, die so ähnlich sind und auch gleich heißen wie den Comics, aber ganz anders funktionieren. Das ist, glaube ich, zusammengefasst, das Marvel Cinematic Universe. Figuren, die gleich heißen, ähnlich funktionieren, aber in einem ganz anderen Setting, was ans ultimative Universum zwar angelehnt ist, aber eben anders funktioniert. Und das sind wir doch von den Marvel-Filmen auch gewohnt, dass da die Figuren anders interpretiert werden. Mhm. Und dann kann man das fürs DCEU, wie es ja heißt, das Extended Universe, vielleicht demnächst einfach auch mal akzeptieren. Dass man eine Figur hat in einem halbwegs realistischen Setting, so wie es das MCU ja auch macht, in einem Hier und Jetzt mit zwei, drei Kniffen Richtung Superhelden und Superhelden-Mechaniken. Und man hat hier ja auch sowas grounded wie Gotham. Mhm. Man hätte das Ganze ja auch in Metropolis spielen lassen können, wo Superman durch die Luft fliegt und alle zwei Tage ein großer Roboter angreift von irgendeinem Wissenschaftler. So, das hätte man ja alles gegangen, aber dann hätte man das halt auch irgendwie erklären müssen. Ja. Aber stattdessen spielt es natürlich in Gotham, weil die Figuren im Batman-Universum angesiedelt sind. Und da ist alles immer noch, trotzdem, da natürlich auch Übernatürliches passiert und auch mal der eine oder andere Dämon oder das andere Monster angreift und da auch Figuren dabei sind, wie Clayface, der sich irgendwie verwandeln kann und sowas. Aber am Ende des Tages ist das ja immer noch so eine Crime-Noir-Nummer. Mhm. Ne? Mit Science-Fiction-Elementen. Und deswegen passt das ja mit Gotham hier auch so super zusammen eben auch und ist deswegen auch so gut nachvollziehbar. Und was man halt auch nicht vergessen darf, ist, das MCU ist vom ersten bis zum letzten Film und auch Captain Marvel hatte das bis zu einem Punkt aus einem Male Gaze gedreht worden. Also immer aus einer männlich besetzten Sicht, immer aus einer Perspektive und im Falle von Captain Marvel halt, indem man den Male Gaze einfach mal umdreht und sagt, dann machen wir genau das Gegenteil davon. Ist auch nicht unbedingt das Richtige. Das hier ist Female Gaze. Und genauso dieses, also die Comic-Nerds, die sich beschweren, so ist Harley Quinn in den Comics und so ist sie hier im Film. So, wo ich also Leute auf Twitter auch schon hab schreiben sehen, nach dem Motto, du scheinst keine Ahnung zu haben, was Frauen an anderen Frauen attraktiv finden. Ja. Und das ist das, was dieser Film macht. Mhm. Also Frauen haben keinen Bock auf dieses Lack und Leder hochgesteckt und die Titten quellen an allen Ecken raus und hast du nicht gesehen und der Po kann sich eigentlich nicht bewegen, da haben Frauen keinen Bock drauf. Die haben Bock auf Flashy, die haben, also das ist natürlich mega verallgemeinert jetzt, aber ne? Also es ist halt exakt das Gegenteil von dem, was Männer glauben, was Frauen geil finden. Ja, das ist richtig. Es hat mir auch tatsächlich sehr gut gefallen. Also zum einen, dass nicht noch irgendeine aktuelle Liebesgeschichte reingeknallt wurde in den Film. Danke dafür. Ja. Das hätte ich wirklich nicht gebraucht. Und was ich auch wirklich schön fand, ist, dass diese Anzüglichkeiten, die in nicht allzu großen Mengen kommen, sondern nur so sporadisch mal auftauchen von den Männern gegenüber den Frauen, auch wirklich immer als eklig und widerlich dargestellt werden. Und die Frauen dann auch entsprechend handeln im Zweifelsfall. Und auch mal gucken und wirklich angenehm reagieren. Genau. Es gibt da eine äußerst unangenehme Szene. Ah. Also Black Mask ist ja, wie gesagt, so ein, auch, ich würde ihn schon als Psycho- und Soziopath bezeichnen. Yeah. Und dem passt dann irgendwann nicht, dass über ihn gelacht wird. Und also er
Und es braucht da im Grunde genommen ein Paar, was eben auch in diesem Club ist. Das ist äußerst unangenehm anzusehen. Die Szene jetzt gar nicht gebraucht, finde ich, um klar zu machen, was für ein Typ das ist. Aber das macht auch nochmal deutlich, warum also Huntress, die in dem Moment anwesend ist, und auch Black Canary, die in dem Moment anwesend sind, den Typen so widerlich finden und auch so auseinandernehmen wollen. Ja. Also beide. Ja. Und allerdings, und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch die Schwäche des Filmes, es wird klar, warum, aber es wird nicht so deutlich, was beide dabei fühlen. Mhm. Und auch so diese Verbindung Black Mask und Huntress wird nicht so vernünftig aufgebaut. Also ich weiß, was der Film erzählen wollte, er schafft es nicht. Und das ist halt ärgerlich. Und das ist, glaube ich, so das, was man dem Film ankreiden kann, dass einiges da ist, mit dem man hätte arbeiten können. Es ist sehr viel Potenzial da und das wird leider nicht so richtig genutzt. Das ist richtig. Also diesen Gaze, finde ich, macht er wirklich sehr gut. Ja. Also es gibt auch eine Szene, wo Harley Quinn durch eine von Wassersprenklern durchnässte Zelle wandert quasi und von Kopf bis Fuß auch nass ist. Und es ist aber nicht dieser T-Shirt-Contest. Genau. Perfekt gelöst. So, also brauche ich ja nicht. Und das hat mir wirklich, wirklich, wirklich richtig gut gefallen. Davon obwohl das natürlich dieses sehen. Wasser natürlich auch nur dazu da war, um so eine John Woo-ähnliche Kampfsequenz dann auch in zu basteln. Also da ist halt, die Kampfszenen sind halt ein ganz, ganz gutes Beispiel für so diesen Aspekt Style over Substance. Da geht es eigentlich gar nicht darum, dieser Figur noch irgendwas an einer Tiefe zu geben, sondern wirklich einzig und allein jetzt in dem Moment cool zu sein. Mhm. Wie viele Szenen gibt es davon in Captain America? Alle? Also da geht es doch genauso darum. Auch die Figur ist mega eindimensional. Es ist halt ein Typ, der als junger Mann schon zur Armee wollte und Leute totschießen wollte, nicht durfte. Und dann wird er halt zum Supersoldaten und darf jetzt Leute kaputt hauen. Also keiner kann mir erzählen, dass Captain America eine tiefe Story hat. Nein. Und der Film ist halt aber mega... Aber es geht gegen Nazis. Ist okay. Ja. Das ist ein DC-Film. Mhm. Man hätte da ein bisschen mehr aus dem Vollen schöpfen können. Mhm. Es sind Figuren dabei wie ein Victor Zsasz, es sind Figuren dabei wie Black Mask. Wenn wir mal irgendwann Under the Red Hood gucken, wir haben den bei uns im Guckstapel, irgendwann schmeißen wir den mal rein, dann wirst du auf jeden Fall mit Black Mask auch nochmal eine Bekanntschaft machen. Und die Figur haben sie wirklich gut getroffen. Mhm. Eigentlich hat er die Maske als seinen Kopf. Mhm. Das ist kein Accessoire oder keine Kleidung, sondern das ist einfach sein Kopf. Das ist mal irgendwann... So wie bei Dr. Doom? Heißt der Dr. Doom? Ja, ich weiß gar nicht, ob das nicht wirklich eine Hautkrankheit ist oder irgendwas in der Richtung oder ob die mal irgendwann mit ihm verschmolzen ist. Okay. Ich bin ja nicht hundertprozentig sicher. So ganz fit bin ich ja bei Batman tatsächlich nicht. Aber sie ist halt eben fest an ihm dran. Also er hat halt eben diesen schwarzen Kopf. Und hier ist es tatsächlich eben so eine Fetischnummer. Oder so eine King-Nummer auch. Aber ansonsten ist diese Figur sehr gut getroffen. Natürlich auch nochmal neu interpretiert mit diesem ganzen King-Gedöns, hat auch mal bunte Klamotten an. Mhm. Es ist schon alles bunt und hübsch, aber eben nicht so krass wie der Joker in Suicide Squad gewesen ist. Und also der Joker in Suicide Squad ist eine echte Zumutung. Also das war, also es ist eine Interpretation. Ich habe eben gesagt, jede Interpretation hat eine Gültigkeit. Das gilt auch für den Joker. Es ist eine Interpretation des Jokers. Gefallen muss sie mir deswegen halt trotzdem nicht. Nee. Und da haben sie es, also den Jared Leto Joker, den haben sie da hart verkackt. Aber es gibt im DC-Universum, zumindest deuten sie das seit ein paar Jahren an, ohnehin die Sache, dass es ja halt nicht nur einen Joker geben soll, sondern mehrere Figuren oder Charaktere, die eben diese Rolle auch ausführen. Und es passt halt einfach, wenn du den Heath Ledger Joker nimmst, den Joaquin Phoenix Joker habe ich noch nicht gesehen. Ich hatte auch mit mir, ob ich den Film jemals gucken werde, vielleicht mal irgendwann aus Vollständigkeitsgründen, darum abzuhaken. Vielleicht nochmal und dann aber auch den Leto Joker damit reinzunehmen. Das sind sehr, sehr unterschiedliche, drei sehr auch widersprüchliche Interpretationen der gleichen Figur. Ja. Ja. Und das ist interessant, die so nah beieinander auch zu sehen. Also ein Heath Ledger in den 2000ern, ein Joaquin Phoenix, ein Leto besser gesagt, ein Heath Ledger in den 2000ern, Leto in den 2010ern und kurz danach eben schon den Joaquin Phoenix Joker zu haben. Der für mich in meinem Headcanon so diese Theorie unterstützt. Es gibt mehr als einen Joker und dann auch so diese viele Welten-Theorie im DC-Universum. Es gibt da 52 Realitäten im DC-Multiverse. Und warum ist dieser Film nicht eine davon? Eine alternative Realität. Finde ich gut, finde ich gültig. Mhm. Gefällt mir. Und es ist halt, also wie du vorhin auch schon mehrfach gesagt hast, dieser Film ist sicher nicht für jede und für jeden. Mhm. Es wird Leute geben, denen der Film nicht gefällt, die sagen, kann ich nichts mit anfangen, finde ich zu kinky, finde ich nicht kinky genug, was auch immer. Ich bin mit sehr vielen tatsächlich insgesamt doch zufrieden. Also ich finde tatsächlich, Ewan McGregor macht auch einen guten Job als Joker. Sehr überzeugend, sehr stimmig in sich auch geschrieben. Also es hat mir gut gefallen.
Ich feiere, was mit ihm passiert. Der hat mich an den Purple Man erinnert in Jessica Jones. Wobei Tennant den in nochmal deutlich bedrohlicher geschrieben, gespielt hat auch. Also du hast das nicht gesehen. Ich habe von Jessica Jones auch nur 3 Folgen gesehen. Mhm. Ich habe mich die ganze Serie gesehen. Aber ich war damals nicht so ein großer Tennant-Fan, weil ich kam damals von Doctor Who und war von seinem Doktor nicht so ganz überzeugt. Mhm. Vielleicht ändert sich das zunächst in unserem Rewatch nochmal so ein bisschen. Aber ich kam halt von Doctor Who, war so ein bisschen geprellt von Tennant. Und in den 3 Folgen, die ich von Jessica Jones gesehen habe, fand ich ihn einfach genial. Und seitdem bin ich auch wieder Fan. Also ich bin wirklich gespannt auf unseren Who-Rewatch, wie er mir da nochmal als 10. Doktor gefällt. Ja. Aber Tennant hat seitdem nochmal so ein Stein im Brett bei mir. Und an den erinnert mich Ewan McGregor halt auch so. Von seiner Präsenz, von seinem Ausdruck, von seiner Wut und auch von seiner Unberechenbarkeit und so. Ja, der heftige Impulskontrollstörung. Ja, genau. Also das ist, der hat sich gar nicht im Griff. Ja. Und das macht er toll. Wie gesagt, ich feiere hart, was mit ihm passiert. Das war so, also der Film hat auch, was hat er für eine Altersfreigabe? Eine 16er Freigabe. Die hat er auch verdient. Ich habe am Anfang gedacht, gerade in der Szene, wo Harley mit den Gummigeschossen und den Konfettikanonen durch die Gegend zieht, dachte ich so, das ist ja jetzt harmlos. Also die kriegen blaue Flecken, aber radikalisiert sich dann ein bisschen. Ich hätte es mit der Gewalt tatsächlich, also bei einer 16er Freigabe, nochmal einen Ticken überzogen. Ich hatte ja eben so diesen Exploitation-Vergleich, diesen Grindhouse-Vergleich schon so ein bisschen genannt. Und dann in dem Zuge hätte ich halt das mit der Gewalt und mit dem Splatter tatsächlich nochmal ein bisschen krasser gemacht. Ja. Es war sehr brav für eine 16er Freigabe. Also für eine 16er Freigabe doch relativ brav, aber wahrscheinlich dann eben auch mit dem letzten, verraten es mal nicht. Nee. Also da hätte ich vielleicht tatsächlich nochmal eine Schippe draufgelegt. Aber man will es ja, der ist auch in Amerika als R-rated durchgegangen. Ja. Also ist auch nicht in diese PG-13-Nummer reingegangen. Was vielleicht auch gut ist. Ja. Und ich sag mal, der Kontrast ist natürlich auch nicht unentscheidend für die Szene, die wir meinen. Also ich glaube, das ist schon auch nicht. Ich fand den Kontrast unerheblich. Also in dem Sinne schon heftig, den Kontrast, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist halt die Spitze dieser Gewalt schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das hat mir dann dafür halt dann doch im Rest des Films ein bisschen gefehlt. Ja. Aber ist vielleicht dann auch einfach der Optik der Sets auch ein bisschen geschuldet, dass man gesagt hat, na, wir geben den mal auch für Amerika erst in so ein R-Rating rein. Auch der Sprache natürlich, da wird also sehr viel geflucht, das F-Wort rauf und runter zitiert. Ja. Das möchte man dann natürlich in so einem Film auch nochmal. Dann wahrscheinlich haben sie dann gesagt, okay, die eine F-Bombe, die da irgendwie zünden dürfen in einem PG-13-Film, die reicht uns da einfach nicht. Da möchten wir einfach doch nochmal ein bisschen mehr eskalieren und haben dann gesagt, gut, dann gehen wir eben auch Full R. Vielleicht auch in der Hoffnung, dass das Ding so ein Erfolg wird wie Deadpool, das ist momentan nicht abzusehen. Experten oder Leute, die den Markt gerade einschätzen, schieben das so ein bisschen auf den Coronavirus, dass die Leute sagen, nein, die gehen gerade in China nicht ins Kino, was ich nachvollziehen kann. Ich möchte es einfach momentan in einer belasteten Gegend nicht unbedingt in der Nähe von vielen Menschen sein. Das kann ich bis zu einem gewissen Punkt tatsächlich sogar nachvollziehen. Liegt aber vielleicht auch so ein bisschen an dem Rating, weil das natürlich nochmal das Publikum halbiert, weil die Jugendlichen eben nicht rein dürfen und die jungen Erwachsenen und ein R-Rating auch immer sagt, okay, mit dem Film ist irgendwas, die gucken wir uns vielleicht gar nicht erst an. So, das ist immer ein Risiko und das scheint hier nicht aufzugehen, wie es bei Deadpool passiert ist. Und das kann ich auch nachvollziehen. Ja, also das ist tatsächlich da nochmal ein himmelweiter Unterschied zwischen den Deadpool-Filmen und diesem hier, Bird of Prey. Birds of Prey. Birds of Prey, bitte. Verzeihung. Aber, Geld Simon willst du danken. Es ist insgesamt ein Film, mit dem ich mich ziemlich gut unterhalten gefühlt habe im Kino. Ja, ich hab relativ oft in mich so reingegrummelt, weil ich dachte so, ja, ich hatte ja schon mal gesagt, ich weiß, was ihr wolltet von mir und ich glaube, dass das gegangen wäre, wenn man sich getraut hätte. Die Struktur, ich hätte mir tatsächlich ein bisschen mehr Geradlinigkeit gewünscht. Also dieses ewige Zurückspringen in der Handlung. Vor allem das Doppelte hätte nicht sein müssen. Also da hätte man den Film gut nochmal um eine halbe Stunde kürzen können, gefühlt. Ja. Das war tatsächlich unnötig. Das war dann so auch die Momente, wo ich halt zwischendurch gesagt habe, so, ach komm, das weiß ich doch jetzt schon, mach weiter. Ich will sehen, dass ein bisschen was passiert. Wenn dann was passiert, war ich sehr zufrieden damit, muss ich sagen. Also das ist jetzt nicht der beste Film des Jahres, da ist er weit, weit weg von für mich, aber es ist jetzt auch keiner, den ich abstrafen würde und sagen würde, um Gottes Willen, es war furchtbar, dass wir dafür ins Kino gegangen sind. Die Avengers-Filme, die letzten beiden, haben wir ja nicht im Kino gesehen. Mhm.
sondern dann jeweils auf DVD, weil ich mich nicht 3 Stunden in so einen Avengers-Film mehr reinsetze. Das, also bei Infinity War war das schon echt hart an der Grenze und Endgame hat die Grenze für mich überschritten. Ich fand den einfach nicht mehr gut. Das war einfach zu viel von allem. Also wo Leute, die an den Film beteiligt gewesen sind, gesagt haben, wieso, wir haben doch irgendwie alle Superhelden in den Film mit eingebaut, den wir irgendwie zur Verfügung stehen hatten. Wie kann der Film nicht gut sein? Wo ich denke, ja, das brauchst du mich schon noch ein bisschen mehr für einen guten Film als alle Superhelden, die es gibt. So, und da hatte ich dann, da liege ich halt bei der Bewertung halt immer auch so bei 3 Punkten von 5. Mhm. Weil ich sage, es ist Teil over Substance. Es gibt mir aber noch das, was ich als Comic-Fan von einem Comic-Film haben möchte. Ne? Ja, vielleicht möchte ich einfach auch diese Achterbahnfahrt, diese Vergnügungsparkfahrt, die Martin Scorsese halt an den Filmen kritisiert. Aber wenn ich genau das möchte, kriege ich halt auch nichts anderes von den Avengers-Filmen. Mhm. Ich finde, die Kritik, die Scorsese an dem Film hat, ist nicht mal negativ in meinen Augen. Weil der geht nicht gerne in den Vergnügungspark. Es sei denn, die wird schlecht auf der Achterbahn. Und soweit ist es bei mir bei Avengers-Filmen nur noch nicht, dass ich kotzen muss von denen. Und bei mir landet Harley Quinn eben auch bei 3 Punkten von 5, aber eben aus der Sicht, dass ich halt sehe, das ist für mich halt schon auch eine Anspielung auf die alten Grindhouse Exploitation-Filme oder auch Sexploitation-Filme. Ja. Sex wird hier ja eher so ein bisschen klein geschrieben, also klar wird die Sexualität der Figuren so ein bisschen angedeutet, aber es wird eigentlich gar nicht so groß thematisiert. Aber eben auch so diesen Harley Quinn Aspekt, dass diese Figur nochmal anders erforscht wird, dass die Figur sich selber auch nochmal anders erforschen darf. Also es war unrund in allen Belangen, es passte nicht so richtig zusammen, aber für das, was der Film sein möchte und zum Teil auch ist, das kann ich dem Film positiv anrechnen. Ja. Ich kann aber auch verstehen, wenn man aus dem Kino kommt und sagt, das war nix. Mhm. Es gab Szenen, wo ich gesagt habe, das ist gerade schon ein bisschen egal, was da passiert. Das hat für den Film eigentlich keinen weiteren Nutzen. Also ich kann beide Seiten da echt verstehen. Also wenn Leute sagen, boah, toller Film, sehr bunt, sehr schön, sehr, sehr emanzipatorisch ist der Film. Ja. Aber emanzipatorisch und feministisch sind definitiv zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja. Er hat feministische Anklänge, zieht sie aber nicht durch. Ich glaube, das ist so der Punkt. Ja, das ist tatsächlich so ein Ding. Also Emanzipation auf jeden Fall ist stark. Drittes für mich fast ein bisschen zu viel am Anfang noch, so dieses Loslösen von den dominanten Männerfiguren, mit denen die Frauen umgeben sind. Da hätte ich mir einfach einen schnelleren Cut gewünscht, so, wo die dann einfach auf eigenen Füßen stehen und sich selber um sich selber kümmern und nicht als Reaktion auf Männer irgendwas tun. Das hat ein bisschen zu lange gedauert, aber es ist drin auf jeden Fall. Und es ist auch mit einer klaren, deutlichen Aussage drin. Also das kann man nicht abstreiten. Feministisch gebe ich dir recht, ist er in manchen Teilen leider nicht so sehr, wie es sein könnte. Ja. Aber das ist für mich halt so ein Film, wo ich sagen würde, und jetzt lass da mal drauf aufbauen. Lass mal Cathy Ann drauf aufbauen. Lass da mal noch das ganze Team, also Margot Robbie hat es ja auch mitproduziert, wenn ich es richtig gesehen habe. Lass die noch mal ein bisschen rumprobieren. Lass die noch mal experimentieren. Lass die noch mal Sachen machen und gucken, wie die dann werden. So. Und straf es halt nicht gleich ab, weil es nicht der Kassenschlager war am Eröffnungswochenende. Das ist halt sowas, was ich mir wünschen würde. Wo ich sage, das ist ein Film, der zeigt, dass da Potenzial da ist. Der hat ein paar schöne, wirklich tolle Sachen drin. Es ist, wie gesagt, kein Film, bei dem ich unzufrieden bin. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, ist nicht das, was sie möchten. Ist auch okay. Muss man aber den Film nicht für abstrafen, finde ich. Also nicht pauschal sagen, ist ein scheiß Film. Und ich kann auch verstehen, wenn Leute richtig viel Spaß damit haben. So. Deshalb ist es für mich, also ich wäre auch nicht bei mehr als 3 Sternen, da gebe ich dir recht, aber für mich ist es halt auch trotzdem, sind es gute 3 Sterne. Also so ein, da könnte noch was kommen, Film. Da dürfte noch was kommen für mich. Ja, der nächste Film, der ansteht für Harley Quinn, ist ja Suicide Squad 2 von James Gunn. Den haben sie ja bei Disney unrühmlich rausgeworfen, weil er mal vor Jahren was echt Beschissenes geschrieben hat, sich dafür dann aber auch entschuldigt hat und einfach dann, wenn man gemerkt hat, er hat sich einfach verändert, wahrscheinlich auch um seine Arbeit zu behalten. Mhm. Klar, das ist auch zuträglich, wenn, wenn du schlaue Sachen sagst, dann kannst du deinen Job bei Disney halt behalten. Mhm. Dann kamen irgendwelche rechten Volldödel oder weiß der Geier, was Leute, die seine Filme irgendwie schlecht fanden, haben das rausgefischt und haben eine Netzkampagne gegen ihn gestartet und Disney hat ihn halt rausgefeuert. Dann haben sie ihn aber wieder reingefeuert. und er sagte dann, okay, dann mache ich jetzt den 3. Guardians of the Galaxy noch, aber vorher macht er halt noch Suicide Squad 2. Mhm. Und es scheint so, als wäre das Licht, der Lichtblick für dieses Franchise, für dieses Suicide Squad Franchise, weil so Teamfilme hat er einfach drauf. Er hat zwei wirklich, also den einen guten und den anderen okayen Guardians of the Galaxy Film gemacht.
Ich bin mit dem Film grundsätzlich einverstanden, auch wenn ich den zweiten, das haben wir ja damals ja auch vor Jahren schon besprochen, hier bei uns kann man sich nochmal raussuchen, den zweiten nicht so gebraucht hätte wie den ersten. Aber ich bin da auf jeden Fall zuversichtlich, dass Gunn da nochmal ein bisschen das auch befeuern kann. Und wer ja auch in Suicide Squad 2 dabei ist, ist Taika Waititi. Als Darsteller zumindest. Bin mal gespannt, wie das werden wird. Das ist also auf jeden Fall die nächste Station für Harley Quinn. Ich hoffe, dass sie einiges aus diesem Film mit in den neuen Film reinbringen, weil der erste Suicide Squad Film ist eine Zumutung. Das ist ein Paradebeispiel für schlechten Schnitt, schlechtes Production Design, für eine Produktionsgeschichte, wenn man dahinter guckt, hinter die Kulissen, wo man merkt, dass irgendwas zusammengestückelt worden, mehrere Schnittfassungen, alles ist versemmelt worden und man hat versucht, das noch in irgendeiner Weise zu retten. Es ist ganz, ganz furchtbar und auf irgendeine gewisse filmtheoretische Art und Weise auch faszinierend. Aber von all den DC-Filmen, die es gibt, ist das wirklich der schlimmste. Findet man deine Tweets zu dem Film noch unter dem Hashtag Susi sagt Schrott? Glaube nicht. Schade. Den hat man, glaube ich, also wirklich. Ich weiß nicht mehr, welcher Account das war. Ja. Ja. War aber ein sehr passender Hashtag offenbar, nach allem, was ich mitbekommen habe. Ich habe den Film ja auf DVD auch gesehen, damals noch auf meinem alten Röhrenfernseher, weil ich ja nichts Besseres hatte. Und man sieht einfach nichts. Es ist einfach ein schwarzes Bild. Also, es passiert unfassbar viel, aber man sieht fast nichts. Und es ist. Ich mag Cara Delevingne, glaube ich, inzwischen relativ gerne, aber sie als Schurkin hier ist einfach nicht gut. Und der ganze, diese ganze übernatürliche Bullshit in dem Film ist einfach Quatsch. Und ich bin relativ froh, Harley Quinn jetzt, also Birds of Prey, doch ohne diesen ganzen übernatürlichen Kram ganz gut auskommt und auch Superkräfte eher so nach hinten anstellt. Auch wenn ich mir das bei Black Canary stärker gewünscht hätte. Das kommt ja irgendwann. Es ist so ein bisschen Chekhovs Canary Cry, keine Ahnung. Ja, es wird früh angedeutet und spät kommt der Payoff dafür. Ja. Und dann auch sehr kurz letzten Endes. Aber das war für mich also nochmal so ein Abhaken. Okay, kann man hier nochmal machen. Aber da war ich auch tatsächlich irritiert über weite Strecken am Anfang des Films, ob das die Black Canary Figur ist, die wir in dem The Music Master Zeichentrick gesehen haben. Ist strittig, weil Batman the Brave and the Bold, die Zeichentrickserie, Figuren aus dem kompletten DC-Universum und Kanon nimmt. Also da sind ganz neue Figuren drin, also ein Blue Beetle aus 2006, der innerhalb der Infinite Crisis aufgetaucht ist. Und ich glaube aber, dass die Black Canary die aus dem Golden Age ist, also die erste Black Canary von Erde 2, das alte Kostüm anhat. Und ihre Tochter ist dann irgendwann innerhalb der Justice League von Erde 2 auf Erde 1 gewechselt und ist dann Teil der Justice League geworden. War zwischendurch auch mal Teamleiterin der Justice League. Also Black Canary als Chefin der Justice League ist eine geile Figur, einfach. Was wir nicht angesprochen haben, ist die Diversität des Films. Das stimmt. Ui. Ha. Entschuldigung. Gibt so gut wie keine weißen Menschen in diesem Film. Nee. Es ist der Hammer. Ja, also Margot Robbie und Ewan McGregor und das war's schon fast, ne? Ja, also die ganzen anderen Hauptfiguren dieses Films sind alle nicht weiß und sind vor allem auch alles Frauen. Also Kentro ist einfach ein sehr unfassbar, sehr weiblich besetzter und schön positiv weiblich besetzter Film. Sehr divers. Wir können uns offline auch nochmal über Cassandra Cain unterhalten, die natürlich in den Comics auch ganz anders funktioniert. Sie wird wahrscheinlich die Szene aufgefallen sein, wo sie am Anfang an einer Polizeistation sitzt und dann befragt werden soll. Und ich glaube, Rainey Montoya sagt, was ist los, hat sie die Sprache verschlagen? Sie hustet dann nur so kurz und fängt dann an zu reden. Cassandra Cain ist in den Comics halt stumm. Ja, kann ganz bisschen sprechen irgendwann, kommuniziert aber anders und Batman-Nerds werden das bestimmt scheiße finden, aber ich habe ja eben schon gesagt, es ist eine andere Version dieser Figur. Ja. Hätte ich auch spannend gefunden. Ja. Hätte den Film aber nochmal komplizierter gemacht, glaube ich, ein Stück weit. Und Hätte ihn, glaube ich, nicht so simpel werden lassen. Also man hätte dann sich ein bisschen mehr überlegen müssen. Ja, und man hätte dann vielleicht auf die Doppelungen in den Rückblenden verzichten müssen, um anderes zu erzählen. Hätte ich spannend gefunden, auf jeden Fall. Ja. Also an der Stelle schade für verpasste Gelegenheit von Diversity im Sinne von Disabled People auch mal auf dem großen Screen, aber. Da hätte ich mir halt als eine andere asiatische Heldin Katana gewünscht. Mhm. Weiß nicht, ob du der schon mal begegnet bist. Ist halt eben auch eine asiatische Figur, die dann irgendwann bei den Outsiders, also für alle Comic-Experten, die werden das jetzt wissen, bei den Outsiders auftritt. Der hätte man diese Story dann halt auch geben können. Ich glaube aber, dass Katana im ersten Suicide Squad war.
Ich glaube auch, du hast mir davon erzählt. Ja, ich glaube, das hat, glaube ich, nicht funktioniert. Ist egal, anderes Thema. Es gibt eine ganze Menge asiatische Figuren oder asiatischstämmige Figuren im DC-Universum. Eine hätte man nehmen können, die besser funktioniert als Cassandra Cain. Und das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, tja. Gut, ich bin mit einem gemischten Gefühl rausgegangen. Und ich finde auch, wenn man so den Eindruck hat, ich muss gar nicht mehr jeden Superheldenfilm sehen, dann kann man den auch gut auslassen. Ich finde es aber schön, dass man zumindest versucht hat, mal einen feministischen Superheldenfilm zu drehen. Ganz geglückt ist es nicht, aber der Ansatz ist halt da und lasst halt die Regisseurin Cathy Yan ruhig nochmal einen Film drehen in dem Universum, das nochmal probieren. Also lasst auch weibliche Regisseurinnen mal probieren und versagen, bitte. Ja, wobei Versagen natürlich auch relativ ist an der Stelle, aber ja, erstens das und zweitens, also wie du schon sagst, man muss nicht mehr jeden Superheldenfilm gesehen haben, man könnte den auslassen. Für mich funktioniert der. Ich weiß, die Figuren stammen alle aus dem DCEU. Funktioniert der aber wie so ein Superheldenfilm jenseits der großen beiden Kino-Superhelden-Franchises? Also ich würde den ähnlich gucken oder habe ihn ähnlich geguckt, wie ich in Scott Pilgrim geguckt habe oder ja, wie ich einfach Filme mit Superheldenkräften ausgestatteten Figuren gucke, die eben nicht ins DCU oder ins MCU gehören. Und da funktioniert der für mich ganz gut. Also klar wird Batman genannt, wird der Joker genannt und ein paar Figuren, die man so kennt aus dem ganzen Universum, aber der funktioniert so als eigenständiges Ding abseits von diesen großen Franchises für mich einfach perfekt. So, also wenn man sagt, ach, ich kenne die anderen alle gar nicht, dann kann man den gut gucken. Mir ist vor allem aufgefallen, ich weiß nicht, ob du das so siehst, war die Hyäne eigentlich CGI oder war das ein echtes Tier? Ich hoffe, dass sie CGI war. Sie sah sehr gut aus, weil eine echte Hyäne, ich weiß nicht, wie gut man die dressieren kann. Die gehören zu den Katzenartigen. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, ist egal. Wir sind hier nicht bei Elefantiger und Co. Nee, ist richtig, aber die lassen sich, glaube ich, nicht gut dressieren und die können halt Glas zerbeißen. Ja, aber meine, mit Compositing oder sowas musst du ja auch eine echte Hyäne nicht mehr ins gleiche Auto setzen wie die anderen. Das ist richtig. Aber also wenn sie CGI gewesen ist, dann haben die sich richtig Mühe gegeben. Ja. Also das ist, war sehr gut. Das sah besser aus als König der Löwen. Oder wer Dr. Doodle. Ja, oh Gott, ist furchtbar. Gut, ich denke, wir haben es, oder? Ich glaube auch. Ja. Alles, was wir jetzt nicht gesagt haben, lohnt sich nicht zu sagen. Genau. Ansonsten meint euch eine eigene Bildung und dann sehen wir das. So sieht's aus. Und dann, ja, bis demnächst. Tschüss. Auf Wieder, tschüss. Punk. Das habe ich krach gemacht. Ja. Ich am Anfang nur am Ende. Das lasse ich jetzt drin. 1 Produktion des Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Fit. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank.